Willkommen zurück zu Ori and the Will of the Wisps. Nachdem wir vom Eulenkind Kuh getrennt wurden und von einem dunklen Wolf attackiert wurden, den wir nur mit Hilfe einer Feuerfackel vertreiben konnten, sind wir jetzt in seinem Bau. Anstatt sich irgendwohin in Sicherheit zu begeben. Nein, wir haben auch keine andere Wahl. Der Weg führt nur hier entlang und ich bewege mich automatisch auf diesen Baum zu. Das ist, denke ich, ein gutes Zeichen, oder? Kriege ich hier die erste Fähigkeit? Das ist ein Lichtbaum. Ori! Was war denn das? Während uraltes Licht erwachte. Suchten Naro und Gumo die Nacht hindurch. Klar machen sie sich Sorgen. Dieser kleine Ausreißer hätte nicht sein müssen. Aber wir waren so froh, dass Kuro endlich fliegen konnte. Kuh. Nicht Kuro. Entschuldigung. Kuro ist tot. Kuh. Na? Ihr seid freundlich, ne? Das habe ich schon im ersten Part gemerkt. Oh, du kannst sogar reden. Du bist nicht wie die anderen. Der Kreischer, der Heuler. In dir leuchtet ein uraltes Licht. Der Baum hat sich erinnert. Er wusste, er leuchtete. Er hat seine Erinnerungen mit dir geteilt. Ui. Geisterklinge, du hast eine neue Fähigkeit erlernt. Halte LT gedrückt, um sie mit X, Y oder B zuzuweisen und führe Kombo-Angriffe aus. Okay, wir können uns also endlich aktiv wehren. Nice. Nutze jetzt das Licht, wir wollen sehen! Okay, ich glaube, ich weiß, was das ist. Ich habe, wie gesagt, schon eine Demo angespielt und das, ja, genau. Das hatte ich in der Demo auch schon. Wir können jetzt mit so einem Laserschwert attackieren, sozusagen. Ja, während man im ersten Teil noch dieses kleine Lichtlein bei sich hatte und mit dem angegriffen hat, größtenteils zumindest. Hat man hier wohl dieses Lichtschwert, sage ich jetzt mal. Und aber war ja klar, dass der mich trifft und dann auch noch gegen die Dornen schleudert. Manchmal denke ich mir auch, ich sollte einfach straight auf den Gegner zugehen und ihn verklochen. Das Coole ist, wir können in alle Richtungen mit diesem Schwert schlagen. Also nach oben, nach unten, seitlich und so. Da lassen sich halt schon echt geile Kombo-Angriffe mit ausführen. Und ich glaube, man kann das später auch noch verstärken und so. Werden wir dann sehen. Da ist schon dieser Tarzan. Das war doch dieser Miniboss, gegen den wir schon mal gekämpft haben. Oh, ich sollte vielleicht ein bisschen defensiver agieren, sonst sind wir gleich tot. Ja, das hatte ich eigentlich schon im ersten Part erwartet. Nun ist es also im zweiten geschehen. Hat aber auch divers Pech. Nun, wie dem auch sei, es wird nicht das letzte Mal sein. Ori ist ein schwieriges Spiel, das habe ich euch schon mal gesagt. Und es wird auch einige Fails geben. Wenn es ganz krass wird. Alter, warum kriege ich den nicht mehr hin? Ist aber auch offensiver als beim ersten Kampf, der Typ. Wenn es ganz krass sein sollte, dann werde ich auch mal schneiden, ja. Damit es nicht zu langweilig wird. Aber hier finden wir erstmal den Magnet. Du hast einen neuen Geistersplitter erhalten. Ori fliegen weiter entfernte Kugeln zu. Drücke zum Anlegen. Dingenskirchen. Okay, das ist jetzt einer dieser Fähigkeiten, von denen ich sprach, die man temporär aktivieren kann. Also so viele hier können wir finden. Und die lassen sich auch leveln. Ich glaube sogar mit den Geisterlichtern.
Und ja, der Magnet bewirkt halt, dass wir den Kugeln nicht immer so nachlaufen müssen. Die in der Nähe, die fliegen auf uns zu. Logischerweise können wir diesen Radius erweitern, wenn wir die Fähigkeit leveln. Macht ja Sinn. Boah, und hier wäre sogar Heilung gewesen, ne? Dieser Tod eben war sowas von unnötig. Ist hier was? Sieht so aus, als würde es da runtergehen. Warum kann ich denn nicht mehr springen? Oh. Weil eine Sequenz losgeht. Okay. Das Licht hört auf dich. Du musst tatsächlich ein Geist sein. Wir Mocky dachten, all die Geister wären aus Niven verschwunden. Weg! Bis bald, Geister. Du suchst nach jemandem. Wir kennen einen Sucher. Den Großen. Groß und musig. Geh zum Wächter des Sumpflands. Quollok wird dir helfen, den Weg zu finden. Okay. Das ist aber ganz schön weit weg. Quollok. Ich habe sogar schon eine Vermutung, wer das sein könnte. Zumindest, wenn diese Silhouette da rechts repräsentativ ist. Wächter des Sumpflands. Sprich mit Quollok, dem Wächter des Sumpflands. Die Mocky glauben, dass er dir bei der Suche nach Kuh helfen kann. Na, ich hoffe doch. Aber wie kommen wir zu ihm? Welchen Weg sollen wir einschlagen? Hier geht's auch runter, ne? Warte mal, lass mich mal kurz auf die Karte gucken. Alles klar, wir haben eigentlich eh nur die eine Option. Also wir kommen ja erstmal nicht raus aus dem Bau von Paul, dem Wolf. Den wir hier mit Sicherheit auch nochmal treffen werden. Ich gehe davon aus, dass er sich für die Attacken mit der Fackel rächen möchte. Aber hey, ich habe mich nur gewehrt. Das war Notwehr. Ich könnte das gerne vor Gericht klären. Finde ich aber auch echt gut, dass sie das Kampfsystem erweitert haben in dem Teil hier. Es hat zwar im ersten schon Spaß gemacht. Oh, ein Speicher, nice. Aber jetzt ist es noch viel, viel geiler. Und es wird noch geiler. Wir können sogar Special Attacks. Das Licht aus den Portalen fließt durch ganz Niven. Es verbindet. Ja, das sind Speicherbrunnen. Wenn mich nicht alles täuscht, gab es sie im ersten Teil auch schon. Allerdings konnte man auch später speichern, wann man möchte. Ich weiß nicht, ob das immer noch geht. Stand jetzt nein. Und halt in der Demo, die ich gespielt habe, auch nicht. Eventuell ist das eine Ability, aber standardmäßig ist es auf jeden Fall nicht möglich. Okay, hier kommen wir auch nicht runter. Oh, es gibt immer so viele Abzweigungen, ne? Da ist ein Schlüsselstein. Wir brauchen die Schlüsselsteine. Aber ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin. Komm doch da nicht hoch zu dem Schalter, oder? Da komme ich auch nicht runter. Bin ich hier jetzt ernsthaft falsch? Okay. Vielleicht ein bisschen zu tief gesprungen. Macht aber auch total Spaß, das Spiel zu erkunden. Kauft es euch gerne auch und unterstützt mich, wenn ich was verpasse. Ich glaube, ich habe schon eine Idee, wie man da runterkommt. Warum hast du losgelassen, Ori? Es funktioniert nicht? Dammit. Ich hätte nämlich vermutet, dass das Gewicht ausreicht, um das Ganze nach unten zu befördern. Leider nein. Okay, dann suchen wir weiter. Aber der Stein muss doch irgendeine Bedeutung haben. Der ist doch nicht ohne Grund da. Ich weiß nicht, wo ich lang gehen soll. Bin so ein bisschen ängstlich. Und das aus gutem Grund, wie mir scheint. Oh, was bist denn du für ein Ding? Der kann springen. Okay, aber voll draufhauen ist eine gute Taktik. Nicht du schon wieder. Zwei von euch? Was? Okay, lief aber besser als zuletzt. Die rennen ja auch so auf einen zu. Bringt das vielleicht was, wenn ich die gegen die Mauern rennen lasse? Kann ja sein. Ich gehe jetzt erstmal hier weiter. Ich glaube, das ist ein Rückweg, oder? Das sieht sehr nach einem Rückweg aus. Ja. Dann lasst uns erstmal hier weiter sneaken. Ja, nur. Schon wieder? Was? Instant eine weitere Fähigkeit? Doppelsprung!
Du hast eine neue Fähigkeit erlernt. Drücke A, um zu springen und drücke dann nochmal A, um höher zu springen. Ach krass. Tatsächlich. Hui. Wir kriegen direkt den Doppelsprung. Okay, kann auch sein, dass man die ganzen Fähigkeiten aus dem ersten Teil jetzt recht schnell bekommt. Klebrig, du hast einen neuen Geistersplitter erhalten. Bleibe an Wänden kleben. Ah, das kenne ich auch. Das macht das Klettern wirklich erheblich einfacher, weil wir jetzt halt wirklich so an der Wand kleben können. Und uns auch nach oben und nach unten bewegen können. Jetzt müssen wir nicht mehr so, sag ich mal, an den Wänden springen, wie es Mario das öfter tut. Nur kann der nicht an einer Wand springen, sondern der braucht zwei. Da ist Ori auf jeden Fall talentierter. Nervt aber auch manchmal, weil er sich natürlich jetzt jedes Mal, wenn er in der Nähe einer Wand ist, festklebt. Da ist doch was. Komm ich da nicht rein? Ich hab das doch ganz klar auf der Map sogar gesehen. Okay, weiter reinzoomen geht nicht. Hä? Wie kommt man denn an dieses Licht ran? Also, klar, man kann auch nicht immer sofort alles bekommen. Sehr, sehr häufig muss man in dem Spiel auch zurückgehen, wenn man später Fähigkeiten bekommt. Haben wir ja auch schon einige Beispiele gesehen. Das ist halt sehr, sehr Metroid-typisch. Und das Spiel ist ja ein Metroidvania, von daher macht das Sinn. Ja, keine Ahnung, vielleicht brauchen wir Feuer oder so. Jedenfalls mit dem Doppelsprung, glaube ich, kommen wir hier unten jetzt weiter, oder? Zum Schalter nämlich. Ja. Ah, der lässt das Ding nach unten. Okay, dann war das aber auch gar nicht so falsch mit dem Stein. Weil den brauche ich ja offensichtlich, um den Laser da zu... ja. Neutralisieren. Schon 408 Sternchen. Sternchen? Das sind Geisterlichter. Wobei, ja, so ein Licht kann ja auch ein Stern sein. Also ganz falsch war es ja nicht. Bleiben wir aber bei dem Fachbegriff. Oh, den habe ich ja nice runtergeholt. Geil, das merke ich mir. So ein Schlag nach oben fetzt diese Igelviecher runter. Oh, ich liebe das Spiel jetzt schon. Was aber auch klar war. Ich meine, ich habe mich 3-4 Jahre drauf gefreut. Ihr wollt gar nicht wissen, wie sad ich war bei all den Verschiebungen. Ich meine, erst wurde das Spiel für 2019 angekündigt. Dann auf der E3 2018 haben sie gesagt, na, schaffen wir nicht, kommt 2020. Und dann war der Release, glaube ich, für den 11. Februar angegeben. Und irgendwie kurz davor... nochmal um einen Monat verschoben. Manchmal ist das schon sehr frustrierend. Aber klar. Man möchte ein perfektes Spiel auf den Markt bringen. In den meisten Fällen. Und das fühle ich. Und unterstütze ich auch. Gerade bei Titeln, die mir wichtig sind. Daher alles richtig gemacht. Aber als Spieler oder als Fan ist man natürlich auch erstmal im ersten Moment traurig. Ich glaube, das ist normal. So. Ich weiß auch gar nicht, wie lang das Spiel jetzt gehen wird. Also der erste Teil war ja jetzt nicht so mega umfangreich. Ich glaube, den haben wir... also ich habe letztens nachgeguckt, so 15, 16 Parts oder so durchgespielt. Deswegen könnt ihr euch das Original-LP auch echt gut geben. Es waren nicht mal lange Parts, sie waren so 24 Minuten lang oder so. Und es wird ja auf jeden Fall gesagt, dass das Spiel jetzt um einiges größer ist. Ist ja auch klar mit Sidequests und Co. Wie lange werden wir brauchen? Das ist die Frage. Und wo ist der andere Schlüsselstein? War der nicht sogar schon irgendwo? Habe ich den nicht gesehen? Nee, habe ich mir wohl eingebildet. Okay, aber wir müssen eine Stelle finden, wo wir den Doppelsprung gebrauchen können. Ich glaube aber, dass da bei der Tür noch was war. Man sieht es ja auch. Da geht es noch nach oben. Ah, und hier sind auch noch zwei Gänge. Okay. Aber das ist... ist das nicht der Rückweg? Oh, was machen denn Viecher hier? Die waren vorher noch nicht da.
Aber dieses springende Eichhörnchen ist ehrlich gesagt keine große Gefahr. Da finde ich die Igel oder die Tarzanaffen, so nenne ich die einfach mal, gefährlicher. Ah ja, mit dem Doppelspringen komme ich hier jetzt auf jeden Fall auch hoch. Und da ist... Doch, da ist tatsächlich einer der Schlüsselsteine. Alles klar. Zu den anderen beiden Gängen komme ich aber nicht. Ist auch egal, ich brauche sowieso nur zwei. Und ich glaube, die oberen erkunden wir dann, wenn sie da raus aus dem Bau geht. Wie auch immer ich da hochkommen soll. Aber wir werden schon sehen. Ach krass, was habe ich denn hier entdeckt? Oder geht's hier weiter? Moment. Uno momento. Ich bin nicht sicher. Es geht hier auf jeden Fall nach oben. Warte mal. Das ist der Weg raus. Das heißt, hier muss ein Secret sein. Komm ich da hoch? Nur sehr schwer, ne? Aber geht. Bringt mir nur gar nichts. Da sind viel zu viele Dornen. Sollen wir hier schon lang? Einfach mal erkunden. Oh, da oben. Da war eine Lebenszelle. Und was ist das? Oh! Scheiße, was ist das für ein Monster? Okay, besiegt. Ja, der lässt häufiger mal einen fahren. Hat mir auch vorhin schon ziemlich viel Schaden gemacht. Gut zu wissen, dass er nach dem Tod auch nochmal explodiert. Und hier ist eine Lebenszelle. Da wir schon im ersten Part einen gefunden haben, bekommen wir jetzt eine vierte Lebensenergie dazu. Geil. Erkundung lohnt sich. Allerdings werde ich da natürlich auch nicht allzu krass vorgehen. Ich werde mich wirklich erstmal darauf konzentrieren, die Hauptstory durchzuspielen. Und Items und sowas, das können wir dann ja vielleicht mal reinschneiden oder gegen Ende sammeln. Mein Ziel ist genau wie beim ersten Teil auf jeden Fall alle Lebenszellen und Energiezellen zu finden. Oder sagen wir generell alle wichtigen Items. Ich weiß ja nicht, ob da noch was dazu kommt. Oh, shit. Diese kleinen Lichter, die da so manchmal auf der Karte eingezeichnet sind, die brauche ich jetzt nicht unbedingt alle. Und Sidequests. Ja, muss ich noch überlegen. Ob wir ab und zu mal eine machen oder ob wir das auch gegen Ende erst dann vielleicht sogar in einem Streamformat machen. Keine Ahnung. Ist so schön. Klar, melancholisch traurig, aber gerade deswegen halt schön, weil es so unglaublich gut zur Atmosphäre passt. Was? Ich glaube, ich sehe nicht recht. Schon wieder eine Lebenszelle? Ach, geil. Okay, wahrscheinlich wollten die Entwickler halt sicherstellen, dass man doch recht früh ein zusätzliches Leben bekommt. Ich fand die erste Lebenszelle, die wir gefunden haben, noch am schwierigsten. Die anderen beiden waren eigentlich ganz gut zu finden. So, und ich bin verwundert. Wir haben nämlich den Wolf nicht wieder getroffen. Jetzt ist die Frage, wo wir lang gehen. Also, wir könnten natürlich jetzt hier weitergehen. Da haben wir, glaube ich, gegen den Wolf gekämpft. Mit dem Doppelsprung kommen wir da bestimmt drauf. Was ist das denn hier überhaupt? Gibt es hier irgendwo eine Erklärung? Details. Lupo. Fragment einer Energiezelle. Ah, die könnte ich mir vielleicht noch holen jetzt mit meinem Stab, oder? Ich gehe da mal hin. Nein, im Ernst? Es geht nicht auf? No! Aber... Umsonst war der Weg dennoch nicht. Man, lass mich vorbei, du Scheiße. Ich hab was anderes gesehen. Und zwar hier, wo vorhin noch das Wasser war. Ist fast nichts mehr davon übrig. Und wir können an dieser Stelle das Licht absorbieren. Bringt mir das jetzt eine optionale Fähigkeit oder was zur Hölle geschieht hier?
Regeneration. Du hast eine neue Fähigkeit erlernt. Halte LT gedrückt, um sie XY oder B zuzuweisen und stelle Gesundheit mit Energie wieder her. Ja, das ist tatsächlich eine optionale Heilung. Hä? Wieso ist das jetzt? Ich kann nicht beides zuweisen oder bin ich zu blöd? Was mache ich denn falsch? Ach so. Ach, jetzt verstehe ich. Oh, das, ja, das war ein bisschen. Das war ein bisschen undeutlich. Man muss nach unten drücken. Das ist so ein Rollrad. Naja, das hier habe ich auch noch gesehen. Rücksichtslosigkeit. Du hast einen neuen Geistersplitter erhalten. Du verursachst und erleidest mehr Schaden. Will ich das? Naja, jetzt wo ich die Heilung habe. Bislang brauchen wir die Energie ja nicht. Ich glaube, ich mache das einfach mal. Ah, Moment, falsches Menü. Hier. Oh, ein paar Sachen können wir sogar schon leveln. Mache ich aber erstmal nicht. Ich spare die Geisterlichter. So, und jetzt weiter geht's. Oh nein. Ja, der ist bei einem Schlag direkt aggro. Aber im Prinzip reicht ein-, zweimal ausweichen und dann halt kontern. Okay, hier haben wir gefightet. Und den Doppelsprung erreichen wir diese Liane. Wuhu. Okay, ich dachte irgendwie da oben wäre was. Aber nein. Dann halt nicht. Hui. Ach Gott, wie präzise die Steuerung auch ist. I like that. Es ist so göttlich. Was leuchtet da? Fangzahn von Hole. Ach so, Moment. Wollte das nicht dieser kleine Mocky da haben? Ja, ne? Dann ist das wohl auch eine Hauptquest. Was war das Blaue da? Okay, Moment mal. Da geht's auch noch nach oben. Energiezelle ist da. Aber fragt mich bitte nicht, wie man darauf kommen soll. Ich weiß es nicht. Hab ich was übersehen? Nee, ne? Ich kann da ja nicht klettern. Nee, das geht nicht. Das geht nicht. Ich wollte mich aber nochmal vergewissern. Sollte es doch möglich sein, dann seid ihr gefragt, Leute. Helft mir gerne, wenn ich was verpasse. Dann holen wir das alles bei Zeit nach. Ich weiß noch, ist das Spiel nicht draußen, aber in ein paar Tagen und dann holt ihr mich eh locker ein. Wie E-Mail. So, hier, guck mal. Bist du ein Geist? Dann erzittere Geist, du stehst Mock dem Mutigen gegenüber. Ich klinge nicht sehr überzeugend, ich weiß, aber ich bin mutig. Oder zumindest wäre ich das mit Trophäe. Hey, ist das ein echter Fangzahn von Howl? Der würde die perfekte Trophäe abgeben, danke. Gorlek-Erz. Du hast etwas Erz gefunden. Ein geübter Handwerker könnte damit Gebäude reparieren. Und Quest abgeschlossen. Okay. Ja, das ist alles schön. Aber ich weiß jetzt immer noch nicht, wo ich weiterkomme. Ich habe jetzt den Doppelsprung und ich soll hier rauf. Ernsthaft, wo muss ich denn hin? Hier etwa? Weil ich glaube, da kommen wir jetzt mit dem Doppelsprung weiter. Oder? Moment. Wir gehen mal dorthin. So, da werden wir wieder. Im Prinzip genau an der Stelle, wo ich vorhin schon fortgesetzt hatte, nachdem ich geschnitten habe. Nur nach links gelaufen, nichts Kompliziertes. Ah ja, das ist dieses eine Lager, was wir gefunden hatten. Da war aber vorhin niemand zu Hause. Jetzt schon. Sei gegrüßt, ich bin Lupo, Kartograf der Extraklasse. Das war ein ganz schöner Sturm. Hat meine Karten tropfnass gemacht, also bekommst du sie zum halben Preis, okay? Schließlich heißt es, du würdest nach einer Freundin suchen und was wäre dafür besser geeignet als eine Karte? Bestätigung, dass Kuh weiblich ist, sehr gut. Willst du die Karte für 50 Geisterlichter erstehen? Ja, warum nicht? Danke, Mann.
Zeigt das mir jetzt den Weg zu dem Wächter? Es zeigt mir auf jeden Fall eine Menge, ja. Okay, wir können hier oben rauf. Ja, dann machen wir das. Danke, tschüss. Ah, schön, das Sonnenlicht. Geil. Aber es sind mehr Gegner aufgetaucht. Das macht mir etwas Sorge. Da oben ist auch noch eine Energiezelle oder irgendwas Besonderes. Nur kommen wir da ohne eine andere Fähigkeit, die wir noch nicht haben, leider nicht hin. Oh, und hier drin waren wir noch nicht. Da konnten wir noch nicht rein. Also ich denke, es lohnt sich, das zuerst zu erkunden. Wie dieser Freak mir hinterher springt. Ja, es lohnt sich. Denn hier haben wir Belastbarkeit. Damit erlernst du weniger Schaden. Ach krass. Okay, ich habe mich ja jetzt erstmal für mehr Schaden und was war's? Achso, ja, doch, mehr Schaden, sowohl für mich als auch für Gegner entschieden. Richtig? Dabei bleibe ich auch, bis die Energie aktiv benutzt wird, weil diese Schwertklinge, die ist ja immer noch kostenlos. Die beansprucht ja keine Energie. Und hier ist irgendwie noch ein Geisterlicht, aber hä, wie soll ich das denn bekommen? Wo genau ist das denn überhaupt? Ach, da drin. Ist eigentlich voll einfach. Weiß gar nicht, warum ich da jetzt so verwirrt war. Naja. Wundert mich aber schon ein bisschen, dass der Wolf nicht mehr aufgetaucht ist. Oh. Der sieht aus wie dieser Affe aus König der Löwen. Bist du auch wegen der Aussicht hier? Herrlich, oder? Der Brunnenquell in all seiner Pracht. Eine ganze Generation Mocky ist alt geworden, seit sich die Mühlenräder zum letzten Mal treten. Oh, oh, oh. Das heißt, es gäbe... Wer oder was ist das? Was tut Shriek denn so weit hier draußen? Irgendwas muss sie aus ihrem Nest gescheucht haben. Oh, guck, irgendeine Bedrohung vielleicht? Doch wohl nicht du, oder? Du siehst harmlos aus. Das sollten wir ändern. Oh, wie es der Zufall so will, bin ich ein Waffenmeister. Ach, krass. Willst du deine Fähigkeiten verbessern? Ich gebe dir auf deinen ersten Einkauf auch Rabatt. Also wähle mit Bedacht, Uck. Klar, lass mal sehen. Verwendet Energie. Ah, okay. Jetzt kommen Special Attacks ins Spiel. Geisterschlag. Erledigt Feinde mit einem starken Rundumschlag. Wirf einen mächtigen Speer aus Licht. Verwendet große Menge an Energie. Wirf einen Stern, der zu dir zurückkehrt. Gehe in Flammen auf, damit deine Angriffe zusätzlich Brandschaden verursachen. Ja, das habe ich in der Demo gehabt. Das nehme ich mal. Nutze deine neue Fähigkeit, so gut du kannst. Guck, guck, guck. Die nächste bekommst du nicht so billig. Wenn du deine Fähigkeiten auf die Probe stellen willst, gibt es einen Geisterschrein nicht weit weg von hier. Der perfekte Ort, um dich zu beweisen. Guck. Unsere Wege werden sich wieder kreuzen. Halte bis dahin deine Waffe bereit und den Himmel im Blick. Okay, Tintenmoorschrein. Ein neues Gerücht. Feuer müssen wir natürlich extra zuweisen. Aber ist ja kein Problem, Leute. Ist auch kein Problem. Ach, wie geil. Ein Schrein, aber der ist optional, ja? Genauso wie der Weg hier runter wahrscheinlich. Oh, warte, hier ist noch was. Speichermäßiges scheinbar. Oder ist hier der Hauptweg? Wir haben ja glücklicherweise schon die Karte. Ist das der Schrein? Ja, ne? Okay, ich habe keine Ahnung, was da abgeht, aber den werden wir uns dann wohl in der nächsten Folge reinziehen. Ich bin schon übelst gespannt. Ihr auch? Hey, warum kann ich hier nicht speichern? Okay. Eigentlich wollte ich jetzt hier schön den Part beenden. Oh, wie süß Uri da hochkraxeln kann. Tja, wo beende ich jetzt den Part, ist die Frage.
weiß es nicht. Was geht denn hier ab? Guck mal. Okay, das ist cool. Oh Gott, ich kann nicht aufhören mit dem Spiel. Aber ich sollte es tun. Ja, dann bleiben wir hier. Danke fürs Anschauen. Liken, kommentieren. Bis zur nächsten Episode von Ori and the Will of the Wisps.